Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Wenigstens einer, der nicht hilft. Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Also wenn ihr mich fragt, der Kurator ist doch bestimmt ein Schwuli, oder? Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Neue Theorie. Spöttisch, kann man noch freischalten, grob, gleichgültig, skeptisch. Angeblich ja verständnisvoll, aber deine Mutter. Seine Art zu reden erinnert dich an X-Faktor, ja, hat was. Und ich glaube, er ist durch und durch in Männer verliebt, aber ich finde das sehr sympathisch. Was ich sagen wollte. Neue Theorie, wir haben es hier mit Reinkarnation zu tun. Die Mary war ja angeblich genau dasselbe Mädchen, oder was heißt angeblich, offensichtlich genau dasselbe Mädchen wie das Mädchen im Feuer. Und ich glaube, dass das Mädchen, was da rumrennt, auch nicht das Mädchen ist, was da verbrannt ist. Und die Uschi unter der Kapuze war, glaube ich, eine andere Angela. Und wir haben ja auf dem Foto gesehen, dass es den Andrew und den, heißt der John, der komische Professor, und den anderen jungen Mann, Daniel, ich weiß es gerade nicht, dass es die alle schon mal gegeben hat. Und zwar, also auch ganz, ganz früher, aber auch irgendwie immer jetzt. Das scheint irgend so eine Art, also entweder ist es ein Fluch, dass die immer wieder zurückkommen. Vielleicht sind das diejenigen, die damals die Hexen verbrannt haben oder Schuld daran hatten. Und vielleicht sind die so verflucht worden, dass die immer wieder nach Little Hope kommen, um dort immer wieder zu sterben. Und die immer wieder eine Hölle zu durchleben oder so. Das ist jetzt nur so eine Idee, die ich habe. Also mit Andrew ist unser Verhältnis zurückgegangen, mit John ist gleichbleibend, dass die Namen auch immer wieder mit demselben Buchstaben anfangen. Das ist mir tatsächlich auch gleich aufgefallen. Das habe ich jetzt bloß noch nicht erwähnt, weil ich mir nicht sicher war, aber jetzt schreibst du schon dazu. Also das ist sehr seltsam, aber ich bin sehr interessant. Okay, die obere ist die jetzige. Das hätte ich mir denken können, weil sie kräftiger ist. Also haben wir es ganz schön verkackt mit den meisten. Kann ich den Charakter wählen? Ich würde mir gerne den anderen Charakter angucken. Ja, nein.
Andrew nahm Angela. Ja, okay, sie hat es ein bisschen verkackt. So, dann gucken wir mal. Dann schauen wir uns weiter um. Also ich finde das Spiel echt schön gemacht. Das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen... Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass du so wenig selber machen kannst. Es ist wirklich viel Filmsequenz. Mal gucken, ob sich das vielleicht noch ein bisschen ändert. Man muss ja noch ein bisschen warm werden mit dem Spiel. Und man kann ja nicht die ganze Zeit Quicktime-Events machen. So, hier haben wir übrigens die erste Hütte. Würde mich doch sehr wundern. Wir kommen also immer wieder an diesen Ort. Und... Aber wenn die immer wieder sterben, wer sorgt denn für die Nachkommen? Oh, das ist zufällig. Oh, hübsche Postkarte. Das ist der Busfahrer. Und irgendjemand hält den Busfahrer. Das ist ein heller Rahmen. Das muss also was Gutes sein. Menschenopfer. Ich muss dann wieder entscheiden, ob ich erschieße oder nicht erschieße. Menschenopfer lässt ja darauf hin... Die sind auf der rechten Seite. Ist vielleicht doch was Schlechtes? Wir werden es sehen. Ich lasse mich überraschen. Oh, die haben die Pflanze hier original getreu. Das ist... Ich wusste gar nicht, dass die blühen kann. Flohknöterich heißt der. Ha! Ich wusste gar nicht, dass der blühen kann. Ich reiße den immer raus, bevor der blüht. Flohknöterich. Klingt wie ein Grizzlybär, ist wahrscheinlich nur ein Kaninchen im Busch. Ist es doch nur ein Kaninchen im Busch? Ein Kaninchen mit Bauchschmerzen. Wenn jetzt wieder ein Jumpscare kommt, ich schwöre. Ich schlag das Mikro. Oder irgendwas anderes. Ah. Ich bin Schneewittchen und ich kann wunderschön singen! Okay, es war kein Kaninchen, es war ein Hirsch. Es war ein Hirsch. Harry Hirsch. Damit uns nicht entgeht, dass da eine Lichtung ist, auf der wir uns umschauen können. Okay. Wenn der Hirsch da hingeht, gehen wir da auch hin. Vielleicht sieht man von da oben her. Willst du mich verjuckeln? Ich hatte die Idee zuerst. Was sehen wir denn da oben? Aber mir fällt ein, ich muss den extra Lüfter anmachen. Sekunde. PlayStation rödeln auf Doom. Mikro mal hier hin, sonst stört mich das so sehr. Was haben wir denn da? Ghost Towns of the Northeast. Geisterstädte. Geisterstädte im Nordosten. Little Hope, zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst, ob der Holz- oder Bergbauindustrie, dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund einer Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließung der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hobbs Deeps sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfelden gelten als gefährlich. Filmempfehlung. Architekten des... unleserlich. In dieser Folge demaskierte Kate Wilder den Zodiac-Killer. Doch können ihre schonungslose Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern? Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Was, ein Killer? In Little Hope? Really? Kommt etwa noch ein Plot-Twist? Ich bin mir nicht sicher. So, brauchen wir diese Flasche, um abzulenken. So, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist noch mehr Nebel. Ein Bach. Und Dunkelheit. Ich hasse es hier. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist?
Nein. Komm, wir sind jetzt mal nett. Ich habe Angst. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Wir beruhigen mal. Wir sind jetzt mal die Nette. Sie war die ganze Zeit eklig. Jetzt ist sie mal nett. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Ich frage mich, ob er sich inzwischen zurückerinnert oder nicht mehr. Was sehe ich jetzt da unten? Ha! Okay, das ist sehr hübsch. Sehr hübsch, ist mir sehr, sehr sympathisch. Ach, ich bewundere noch ein bisschen den Wasserdost hier. Dann gehe ich. Oh, ist das? Das ist kein Hinweis. Ich will schon wieder Sachen aufheben. Ich mag es total, dass es hier wieder um Übersinnliches geht. Ich liebe es. Und ich freue mich, dass wir diesen Stream heute Nacht machen. Ey, was ist mit meinem Stream Manager? Hallo? In letzter Zeit macht sich immer mein Stream-Manager von alleine aus. Das ist aber nicht so schön. So. Luft, Schwarz und Nebel, Luft, Luft, Luft. Ja, ja, ja. Also es ist, wie gesagt, dunkler. Ich kann auch meine eigene Beleuchtung, das geht wegen dem Greenscreen, ich kann das für euch noch heller machen, wenn euch das zu dunkel ist. Ich habe kein Problem mit. Ich habe mir halt die Karte nicht so gut gemerkt, die wir da hatten. Das ist echt schön gemacht. Gefällt mir gut. Ich gehe jetzt auf die zu. So, wieder dieses Gör. Und weg ist sie. Ob sie diejenige ist, die uns verflucht hat? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Sie ist auch nur Mittel zum Zweck, sonst wäre das Mädchen nicht im Haus verbrannt. Warum sollte eine Hexe sich selbst verbrennen? Das ist ein Fluch. Sie hat ihr was ins Ohr geflüstert, hat Zwietracht gesät und dafür gesorgt, dass alle sterben. Es ist nicht das Mädchen. Vielleicht ist das Mädchen sogar jemand, der vielleicht versucht, uns zu warnen? Ich bin gespannt, welches Mädchen das ist, die im roten Kleid. Da vorne ist irgendwas! Ich muss mich entscheiden. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wir müssen uns jetzt entscheiden. Gehen wir dem Mädchen hinterher oder... Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich muss mich entscheiden, verdammt. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Muss ich mich doch nicht entscheiden? Verständnisvoll? Wir können verständnisvoll doch benutzen. Sie ist Warte, ich komme mit dir. Ich wollte gerade sagen, lieber nicht alleine. Vielleicht hat das Mädchen Angst vor einem Mann. Vielleicht ist es besser, wenn eine Frau mitgeht. Oha! Hey, ihr zwei! Wir haben die Gruppe getrennt. Das ist nicht gut. Konfrontiere das Mädchen. Ich kann nicht zurück. Oh ja. Ich liebe es, wenn Lichter einfach so ausgehen. Bin ich großer Freund von. Energiesparend und so. Hey! Ist da wer? Ich! Hey! Da links neben ihm! Hallo? Da links neben ihm! Hey! Was zum... John!
seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wir sind neugierig. Wer sind sie? Was machen sie hier? Dies sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Ich wusste es. Ich wusste es. Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Und doch ist es so. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Oha. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Das muss ich mir merken. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Das ist eine blöde Idee. Ich gehe auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Ich bleibe dabei. Recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Nein. Ich gehe mit Taylor. Nein. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Die einzige, von der ich noch keinen Doppelgänger gesehen habe, ist übrigens Taylor, ne? Ja, ich kann Angela auch verstehen, dass sie so reagiert hat. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ich fand das so geil, wie die andere gesagt hat. Starr mich nicht so an. Das muss ich mir merken, wenn mich mal wieder einer anglotzt. Starr mich nicht so an, du bist nicht mein Gemahl. Don't look at me, bitch. So, die gehen da lang. Ich wäre auch gerne lang gelaufen, aber na gut. Oder sollte ich mich... Ich muss gucken, wo ich da hingehen kann. Vielleicht finde ich noch einen Hinweis und übersehe den jetzt, weil ich denke, ich brauche da eh nicht hingehen. Nein, okay. Ich komme nicht weiter. Mittelschule. Die andere... Angela wusste nicht, dass die längst nicht mehr lebt. Es ist, als wären die alle in dieser Zeitschleife gefangen. In dieser Welt, in diesen seltsamen... Moment. ...Umständen. Das Geräusch. Ja. Danke. Warum rennen wir weg, wenn da ein Fahrradfahrer okay? kommt? Warum? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Habt ihr das jetzt verstanden? Ein Radfahrer! Rette sich, wer kann! Wenn das jetzt ein großer, böser Laster gewesen wäre mit rot glühenden Feuerlein, Scheinwerfern vor allem. Oder so, dann hättest du ja verstanden, aber da kommt so ein Typ mit Fahrrad. Ich hätte gesagt, Junge, hallo, hier, hallo, kennst du mich, weißt du was, Hilfe, bla, Handy, nächster Ort.
Wo gehe ich am besten hin? Ein Radfahrer, wir müssen von der Straße, ganz dringend, ist ganz schlimm, ganz furchtbar schlimm. Allein wie das quietscht, da tragen wir nicht runter von der Straße. Das raffe ich jetzt gerade nicht. Aber ich muss noch was loben, was sie noch verbessert haben zu Man of Medan. Ich habe mich ja vorhin darüber aufgeregt, dass die Quicktime-Events manchmal einfach zu plötzlich kamen, dass man nicht mit denen gerechnet hat und dass du es dann einfach verkacken musstest, weil du nicht wusstest, dass jetzt eins kommt. Und jetzt gibt es vorher immer so... Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Ich weiß nicht mehr, was wollte ich sagen? Genau, jetzt gibt es immer diese kleinen Figürchen vor den Quicktime-Events. Das finde ich sehr angenehm. Du weißt, oh, jetzt kommt ein Quicktime-Event und nicht wie damals. Quicktime-Event? Erstmal drei verpasst, weil du gar nicht gecheckt hast, so schnell im Kopf, dass da jetzt eins kommt. So, umgucken. Ist übrigens ein Traum. Also bisher, ich darf die Figur bewegen, ich darf herumlaufen, her von und zu Rocky. Und da kommt wieder eine Filmsequenz. Und dann darf ich wieder rumlaufen, wenn ich Glück habe, darf ich einen Gegenstand aufheben, ein Quicktime-Event machen. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Da ist wieder dieses Figürchen. Sieht aus wie mit Blut geschrieben, würde ich ja sagen. Ja, moin. Der hat Aua am Fuß. So, was siehst du denn da? Ich sehe nämlich gar nichts. Warte, halt, stopp. Oh, wir dürfen wieder reden. Reden. Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber... Irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Nichts gegen tierische Triebe. Wir sind amüsiert. Meinst du, dass sie, Wird erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Ja, yep, wir haben größere Sorgen. Wir haben echt größere Sorgen. Stimmt. Und ich fürchte, wir kommen nicht wirklich weiter. Wir sollten zu John gehen. Unsere Beziehung geht den Bach runter, aber trotzdem kriegen wir einen Pfeil nach oben für freundlich. Oh, da ist noch was. Ach nee, das haben wir uns angeschaut. Okay. Ja, Mann, Rocky, sag mal, musst du nicht pennen oder arbeitest du nebenbei noch? Bei uns ist alles gut. Wir hatten ganz spontan Bock und deswegen bin ich hier. Der Nächste, mit dem wir reden, komm, ich bin genau 5 Schritte gelaufen. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Durchdrehen. Ach, wir sind jetzt nett zu ihm. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben... Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Das können wir nicht wissen, kann ich nicht sagen. Aber ich sag einfach mal, dass es so aussieht. Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Nachts arbeitet der Rocky am liebsten. Kann ich aber verstehen. Ich war auch immer schon
Ich will mal sagen, seit meiner Jugend. Aber so ist es eigentlich. Ich bin eigentlich auch ein Nachtmensch. Durch und durch. Auch schon wieder Geräusche. Ich hasse alles. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Ah. Doch! Bitte Grund zur Sorge. Wenn die Musik so komisch wird, dann ist immer Grund zur Sorge. Ist schon wieder so eine Hirschkuh da drin, oder was ist das? Wie er immer wegrennt. Bei jedem Geräusch. Ich bin doch mal weg. Oh nein. Jetzt kommt die Nummer wieder. Oh Gott. Katze. Ich wäre jetzt zusammengezuckt an seiner Stelle. Da hat sich etwas bewegt. Eine Katze. Was zum Teufel machst du da? Katze streicheln. Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Das ist nicht nur niemand da, es ist auch niemand da im Sinne von... Ich glaube, hier war schon eine ganze Weile keiner mehr. Ich meine, was soll denn der Besitzer sagen? Oh nein, nicht meine Holzsplitter anfassen und das Laub auf dem Boden. Mm, das habe ich so schön zusammengefegt. Ich weiß ja auch nicht. Was haben wir denn da? Moderne, magische Magie und Rituale. Moderne Magie und Rituale ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart, im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Zum Beispiel, wie man kleine Voodoo-Puppen bastelt. Oh, wieder viel zum Lesen. New Age-Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ereignis? Kleben? Kleben? Warum kleben? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid könnten die Magie zerstören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn sie nicht an die Dreierregel glauben, halten sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welt 1904? Illustration ist eine Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie von Liebeszauber bis hin zu Flüchen verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann sie dem Ziel Leid zufügen. Okay. Da steht TC drauf. Als Abkürzung. Was liegt denn da auf dem Boden? Eine Schachtel, glaube ich. Es ist eine Schachtel. Wie mir das Spiel wirklich jeden... Oh, das ist die Waffe, die wir gesehen haben vorhin. Oha! Davi, hast du gerade eine 10er-Sub-Bombe geschmissen? Hast du dich genug umgesehen? Ich musste eine Entscheidung treffen, oder? Oha. Ich habe eine Waffe gefunden. Komm. Ich habe das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? Vor allem mit dem Finger am Abzug. Ja, unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich und wir haben schon genug Ärger. Junge. Er hatte eine Waffe auf dem Foto. Nehmen wir die mit, nehmen wir sie nicht mit. Wir nehmen sie mit. Wir haben auf dem Foto, auf dem Bild gesehen. Ich behalte sie.
Wir nehmen sie mit. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf, versprochen. Oh, Männer und Waffen. Nina am Fangirl gar nicht. Behalt das Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Behalt das Ding ja in der Hose. Ich will das. Okay, lassen wir das. Sie hat nichts gesagt.